Heute haben wir hier den Marsch. Ja, heute geht weiter mit Umlaufkämpfung. Unsere Rapsfelder. Starten wir gleich. Das mache ich am besten selber. Cosplay ist ja für vieles gut, aber dazu ist die Gerätschaft einfach zu, ich sag mal, die würden sich irgendwo überall festklemmen, Zaun, Baum, das kommt Cosplay nicht hin, technisch gesehen, weil das ist einfach, ich sag mal ganz vorsichtig, nicht möglich, ne? Er fährt da seinen Kurs ab, ne? Und nicht so wie ich jetzt hier flexibel fahren kann. Ach, fahren wir nach links und nach rechts. Hab ich da was vergessen oder ist da einfach Dürre, ne? Ich glaube, es ist Dürre. Ja. Ich erwarte ja eigentlich Regen, aber heute noch nicht. Das ist eher heute Nacht. Aber die Vorhersage sagt voraus, dass es Dürre fahren. Eindeutig. Nachtregen kommen sollte, also laut Seasons Vorhersage. Und Morgenregen. Das wäre auch dringend notwendig, ne? Ist zwar ein Hopfen zu spät, aber alles andere. Ist das noch sinnvoll für Gras vor allem, ne? Das ist ja. Das sieht ja ganz schlecht aus, ne? Soll da was wachsen. Wie gesagt, auf der einen Karte ist zu viel Regen, auf der anderen Karte oder Landschaft oder Region, eher Region, ne? Auf der anderen Karte zu wenig. Das ist dann den Augenblick blöd, anzunehmen. Aber gut, das ist halt so, ne? Man hat sich festgefahren, oder ich mache das sogar. So. Ja, mal sehen, was noch alles bringt, ne? Personal Farming hat man sicherlich noch Luft nach oben. Das haben sie auch geschrieben, dass das entsprechend noch weiterentwickelt wird. Was Richtung Unkrautbekämpfer angeht, da gibt es ja auch Möglichkeiten in der Gestaltung. Und beim Düngen sowieso, ne? Aber lassen wir überraschen. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Denke ich mal auch, dass es dauern wird. Aber wiederum sehe ich das so. Das wird ja gefördert von der EU, glaube ich. Und von John Deere, glaube ich. Als Sponsor irgendwie. Ich habe mitgekriegt habe. Was sie geschrieben haben. Könnte natürlich so sehr gut sein, natürlich, dass die da jetzt sagen, die haben jetzt ihr festes Team angestellt. Ne? Also. Praktisch gesehen, dass jetzt komplett da ein paar Leute sich beschäftigen. So, mal gleich mal ein bisschen rechts überschwenken. Ja, den kleinen Streifen ist ein bisschen blöd, ne? Aber gut, das ist halt so. Angekommen ist der Kollege. Hat geklappt. Der Düngerfahrer. Oder der Kalkfahrer, kann man sagen. Oder war es Dünger? Ja, Düngerfahrer ist, glaube ich. Kalk ist noch in Arbeit. Mal sehen, was gleich wieder meldet. Kann keinen Punkt finden. Das kann gar nicht sein. Alles eingestellt. So.
wie gesagt, hier Programme, die kostenlos sind, da würde ich mal sagen, okay, da darf ich ja auch mal einen Fehler erlauben, ne? Oder nicht wirklich vollkommen sein, ne? Ist ja auch bei Kursbildern auch immer noch Beta Entwicklungsversion, ne? Also von daher kann man schon zufrieden sein, wie es läuft, ne? So, der erste Feld ist fertig. Gleich rüber zum zweiten Feld. Mal sehen, wie wir hinkommen. Ja, mit großen Händen auf, ne? Fährt nix. Da sind Leitplanken, die sind Übeltäter. Die man sieht man so gar nicht oft. Den Graben sieht jetzt auch gar nicht getan. Genau. Die Krähen gehen mir auch recht. Öfter passiert. Oh, Straße gesehen, Vollgas. Und dann bist du drüber oder fast drüber festgefahren. Scheiße. Mist. Aber ist halt so, ne? Er wollte aber anfangs die Marsch ohne Gräben gar nicht machen, ne? Aber anscheinend war doch die Nachfrage zu groß. Und das musste jedoch ein bisschen rentieren, sagen wir so, ne? Weil dass ich sage, okay, wenn zu viele doch nutzen wollen, ne? Ist ja bekannt, dass er das über früher ließ über Upload. Da gibt es aktuell Probleme, irgendwas mit der. Ja, keine Ahnung was, aber jedenfalls wegen Daten oder wegen kurzen Daten, keine Ahnung, da gibt es so Probleme und aber da haben sie alle Probleme, kann man sagen. Und es hat läuft mit einem anderen System, das geht dann schneller, muss ja, aber ich sag, da hat er bekommt er seinen Anteil für jeden Abbruch, kriegt er die Lizenz. Keine Ahnung, wie viel, aber jedenfalls die Masse macht es ja, ne? Es wird sich schon rentieren. Dann würde er ja nicht machen. Na, immerhin, das macht ja auch einen Haufen Arbeit. Also, eine Karte erstellen, das alles auch. Ja, immer in der Pflege, in Wartung, wenn Fehler sind, dass die repariert werden, dass korrigiert werden. Das wird ja hier zeitnah gemacht. Und von daher, wenn das sich lösen lässt, Fehler entdeckt werden, ist innerhalb von ein paar Tagen ist es fertig. Ne? Also von daher, hey, unser Rübenputzi. Die BGH voll ist. Oh, die Gewässer gespritzt. Oh. Gleich wieder Fisch sterben hier. Ich habe euch gesehen, haben sie Holz gefällt und dann haben sie wohl Forellensterben gehabt. Keine Ahnung warum. Irgendwas war gewesen. Böse Sache. Ja, mal in der Realität wäre es auch so, dass wir hier gar nicht spritzen dürften, weil da Gewässer in der Nähe sind. Ne? Mal bei Häcksel gearbeitet und da haben sie mal erzählt, die haben mal eine Probe gemacht mit Lebensmittelfarbe. Die haben da so einen Bach genau neben der Fabrik. Die haben zwar dahin auch Betonmauern gemacht, das Prinzip, wenn man aus dem Hof oder eine Führung was ausläuft, was da nicht gleich hinläuft, das gibt über verschiedene Sicherungen, kann man sagen, dass da nichts hingeht, also gesperrt etc., also Ventile und so. Und jedenfalls haben sie mal mit Lebensmittelfarbe Probe gemacht, weil man das nachweisen kann. Ne? Das geht extrem weit. Also ja, da wird immer Rüben ist voll. Er hat Kalk funktioniert beim zweiten Mal. Ne? Ja, manchmal ist es mal. Ne? Also das wird schon ganz schön weit verteilt. Ne? Ja, dann haben wir halt nächstes Jahr Ruhe, ne? Dann haben wir Unkraut bekämpft. Dann haben wir Ruhe, ne?
Schlegel wird zwar auch gehen, erstmal, aber wie gesagt, das ist wächst garantiert nach. Aber können wir auch probieren bei Gelegenheit beim nächsten Mal. So, haben wir schon die erste Runde was geschafft. Dann macht Platz hier. Wir hätten auch Möwen nehmen können, ne? Schöne weiße Möwen. Würde besser passen zu der Marsch. Obwohl die Möwen auch im Binnenland gibt, ne? Also die Flüssen und so, da sind die auch zu Hause. Die großen Flüssen. Wasser halt, ne? Wir hatten eine Kalkrechnung bezahlt. Mir ist schon Kabel und Kopf weg. Das ist komisch. Und das hat wieder funktioniert, ne? Mal ist es behandelt, ist es weg und dann da schon weg, wo es noch nichts gab, ne? Oder Trockenheit. Obwohl Unkraut wächst eigentlich immer. Es verträgt Trockenheit besser wie in den Luftpflanzen. Da zum Beispiel habe ich auch nicht gekürzt, da ist weg. So. Da ist garantiert Dürre. Deswegen brauche ich auch dringend Regen. Dringend heute Nacht erwarte ich Regen. Also noch Vorhersage, noch nicht zu sehen. Aber wird kommen. Ich hoffe, dass der Kalkfahrer noch fertig wird, die Folge hier. Ja, nächste Folge. Oh, ich wünsche allen einen schönen Samstag, ne? Sehe ich gerade so. Dann werde ich mal sehen, dass ich für morgen für nächste Woche in Thüringen wieder weitermachen und da ist mit Pferdegras, das läuft nicht gut. Ich habe heute gelesen, dass das bei Pferde Heu werden und bei dem Wetter, was da ist. Naja, abwarten, ne? Also da Gras ist mal einstellen. Also die ganze Reaktion der in Regen, oder? Ich mähe trotzdem. Aber es trocknet ja so schlecht, ne? Ja, das lohnt sich höchstens hier von der Seite her. Nicht ganz so schmal, ne? Das ist noch Feld Nummer 15 gleich machen. Wird nicht ganz reichen, denke ich mal. Wird zu wenig sein. Ja, Dieselproduktion. Wollte noch bauen. Schauen wir mal, ne? Nicht nur so viele, was ich machen will, aber wie gesagt, es muss auch beliefert werden, ne? So Raps das kleine Problem wäre, ne? Raps hinliefern. Ich habe ja noch ein Sonnenblumenfeld. Aber nicht erntreif, das glaube ich nicht. Wird auch ziemlich zum Schluss da reif werden. So, mengenmäßig 3600, das wird nicht reichen. X, klappt mal ein. Ich habe noch mal Wasser gekauft und Pflanzenschutzproduktion. Papa war noch mitten drin. Hier waren die Schweine. Mann. Das geht ziemlich schnell. Kalk. Das kommt mir eine ganze Weile raus. Ich muss nur sehen, dass ich nächstes Jahr mal Tabak anbaue. Ein Feld mit Tabak. Ich hab mich gerade vergessen. Das ist ja wieder so eine Sache, ne? Hopfen ist wichtig nächstes Jahr, also muss ich ein großes Feld nehmen und ja, schauen wir mal, ne? X.
Auf geht's. Ja, genau die richtige Breite. Ich doch GPS nehmen sollen, ne? Weil im Scheinfall das egal. Muss eh zum Schluss nachher einiges überlappen, ne? Das, wenn es zu schmal wäre, ich sag, okay, ich verzichte drauf. Mit Gülle oder mit mit Gärreste ist jetzt auch erledigt. Das ist genügend Dünger aufgekommen. Mit der Maschine schon, mit Düngen. Das lasse ich mal jetzt so. Würde ich bei Gelegenheit mal zum Hof fahren. Und mal bei Gelegenheit wegstellen, ne? Vielleicht für die Wiesen mal in Betracht ziehen, wenn die mal Dünger brauchen, ne? Das ist vielleicht gar nicht schlecht, das da zu nutzen. Ja, die Pappeln wollen auch nicht so recht wachsen. Ja, gut, ist halt so, ne? Bin ja gespannt, ob das alles wächst oder Stein kann, wie ich das mir vorstelle, wenn ich eine extra Motte brauche. So. Der macht zum Glück bei der Arbeit eine recht hohe Geschwindigkeit. Ist also ein bisschen nach links. Ganz gut. Mit 12 km/h müsste ich nicht alleine machen. Da müsste ich mir so einen Anhänger kaufen und damit Crossplay arbeiten lassen. Mit dem Risiko, hier geht's ja, hier ist es tragisch. Aber da wo du Bäume hast, schwierig. Baum, Zaun, ganz, ganz schwierig. Auch wenn sie bald die Preise für Bier holen, dass wir was verkaufen können, die auch lohnt und dass wir dann noch ein paar Felder kaufen können. Ne? KI wird keinen Hopfen anpflanzen, was wir allein machen müssen. Aber auch erst im Frühling. Ne? Ja, Unkraut ist eine Wissenschaft für sich. Ein bisschen ist nicht das Problem, aber zu viel ist schon ein Problem. Ne? Und alles kriegst du auch mechanisch nicht weg. Ne? Also das ist ja halt so. Ne? Krieg und so hat nichts. Krieg sieht aus wie Gras. Von der ganzen Struktur her. Nur das vermehrt sich über das Wurzelsystem, und das heißt, wenn du damit mechanisch da durchtrennst, dann hast du zwei Wurzeln, hast du zwei Pflanzen, ne? Und wachsen entsprechend wieder neue Pflanzen und das raus, ne? Das musst du schon, mit einem Herbizid halt in den Griff bekommen, mit ganz wegkriegst du das nicht. Weil über die Feldränder ist ja immer was wächst und im Prinzip auf Feld rein wächst, ne? Also, die haben ja auch irgendwo Samen und so durch Wind die Zeit getragen. Das ist dann halt so, ne? Oder über die Vögel. So, da war die 15 auch erledigt, dann noch die 1 und die 17, 18. Oh, Überlänge. So eine Zuschauer. Das war's auch schon für heute. Wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht's hier weiter mit Feld 1, 17, 18 und dann ist die Unkrautbekämpfung für diese, ja, für das erste Mal erledigt, weil dann nachher kommt nachher erstmal die Aussaat für, ja, Getreide noch. Also jetzt haben wir ja späten Sommer, also spätestens zum dritten Tag im späten Herbst, also Mitte Herbst, beginnt die Getreideaussaat und dann sehen wir weiter, ne? Also, tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier zum Marsch. Ja, wie gesagt, Unkrautbekämpfung. Tschüss.